Hallo und guten Tag. Eine weitere Folge der Sendereihe Television gleich. Ja, wer jetzt wiederum nur Bahnhof versteht, ist hier genau richtig, denn der Bahnhof selber kann nichts dafür. Umgangssprachlichen Kontext dann schon mal negativ wegkommt, weil keiner ihn versteht. Beziehungsweise weil jeder immer nur Bahnhof versteht, aber nicht versteht, warum der Bahnhof jetzt ein Problem sein sollte. Und deswegen interessiert mich eigentlich immer das, was hinter der Sprache steht. Und da gibt es sicherlich auch Menschen, die da viel, 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 viel eloquenter als ich darüber parlieren können, schlauer darüber sprechen können, die gelernte Linguistiker sind. Aber mich interessiert ja vor allen Dingen auch die Wahrheit der ganzen Sprache. Und die Sprache wird ja in heutiger Zeit sehr, sehr manipuliert. Deswegen habe ich mir jetzt ein neueres Argument ausgesucht, wo ich mal hier ein paar Bilder fertig gemacht habe, um euch das mal zu zeigen. Bitteschön. Gehen wir mal vom Bahnhof weg. In der letzten Folge habe ich ja mal so ein bisschen drüber geredet, über Argumentum ad hominem und ad personam. Das letztere ist ein Spezialfall von Arthur Schopenhauer. Das besteht ja im Extremfall einfach aus einer Beleidigung, weil man ja gar nicht mit dem anderen diskutieren will oder diskutieren kann. Und deswegen hatte ich mir am letzten Mal so einen beliebigen Artikel auf NTV nachgeguckt. Ich denke, das ist recht austauschbar, ob man das jetzt auf diesem Portal macht oder auf einem anderen Portal macht. Und auch völlig egal, welcher Inhalt da ist, auf jeden Fall wird heutzutage überall gewertet und niedergemacht. Und das hat eben nichts mit einer reinen Neuigkeit zu tun, meiner Meinung nach. Gut, dann habe ich jetzt hier mein neues Argument. Das nächste wäre cum ad populum. Da steckt ja Populum drin, also Volk. Zu Deutsch Beweisrede für das Volk. Das bezeichnet einen Red Herring. Das ist ein roter Hering. Bei dem etwas als wahr behauptet wird, nur weil es der Meinung einer relevanten Mehrheit von Personen, zum Beispiel der sogenannten öffentlichen Meinung, entspreche. Es ist eine Sonderform des Autoritätsarguments, bei dem eine Mehrheit als Autorität angeführt wird. Ein Sonderfall, dem von einigen eine hohe Glaubwürdigkeit zugesprochen wird. Gentium. Aber um jetzt hier mal auf dieses Argument des Volkes, beziehungsweise in dem Beweis für das Volk jetzt hier mal einzugehen, ist dieses Argument ad populum letzten Endes auf ganz, ganz einfache Weise zusammengebrochen, eigentlich dieses, dass man sagt, die Mehrheit hat recht. Weil eben die meisten Menschen einen gewissen Fakt glauben oder einen gewissen Glauben als Fakt voraussetzen, sagen wir mal so, also den Glauben der meisten Menschen als Fakt voraussetzen. Deswegen müsste es dann wahr sein, was natürlich nicht ist. Ich hatte ja schon mal in einer Sendung benannt, dass wenn eine Milliarde Menschen an den Hinduismus glauben, nicht der Hinduismus deswegen wahr sein muss. Nur weil da jetzt eine Milliarde Menschen oder vielleicht auch noch mehr Menschen dran glauben, ist Glauben nicht gleich Wissen. Jetzt wollen wir mal von dem religiösen Kontext mal weg und überlegen vielleicht die aktuellen Beispiele oder welche Beispiele aus der Vergangenheit man da auch schon hatte, wo anscheinend sich alle einig wenn es dann plötzlich dann nachher nicht die Wahrheit gewesen ist. Da gibt es eine ganze Menge. Deswegen Argumentum ad populum ein klassisches Scheinargument, denn auch Mehrheiten oder unter Umständen sogar alle Menschen können irren. Wenn wir alle glauben, dass das Universum unendlich ist, kann es sich ja beispielsweise eines Tages herausstellen, dass eben dem nicht so ist. Dann hätten sich jetzt alle Menschen geirrt. Und nur weil alle Menschen irgendetwas glauben oder meinen oder meinen, muss das nicht automatisch die Wahrheit sein. Also anders gesagt, eine falsche Tatsache wird nicht plötzlich wahr, weil eine Mehrheit dafür gestimmt hat. Von Relevanz ist das Argument in der Praxis besonders in der Demokratietheorie, die Mehrheitsentscheidungen teilweise mit einem normativen Charakter zuspricht. Missverstanden wird diesbezüglich häufig auch das Prinzip der herrschenden Meinung bzw. des akademischen Konsens, da hier sprachlich suggeriert wird, dass über Wissenschaft per Abstimmung entschieden werden kann. Das ist genau dieselbe Geschichte eigentlich, dass wenn man eine Anzahl von Experten auf einem gewissen Gebiet, der Inhalt ist jetzt beliebig austauschbar, dann können die nicht irren. Und gerade, interessanterweise, in den ganzen Wissenschaften herrscht eigentlich immer ein Diskurs. Das heißt, da ist also eigentlich immer die Entwicklung daran zu bemessen, dass Menschen verschiedene Standpunkte haben. Sonst käme man ja nicht weiter, sonst wäre man ja schon am Ende aller Weisheit.
wenn es da nicht Dinge gäbe, wo es da verschiedene Meinungen mit durchaus berechtigt wären. Aber es wird nach außen hin so getan, als wenn sich da alle einig sind. Also Konsens, ne? Auch interessant. Also, dass man da eine Übereinstimmung hätte, dass alle sagen, ja, das ist halt so, das kann gar nicht anders. Beispiel jetzt von mir gebracht, dass das Universum angeblich unendlich ist. Kann keiner nachprüfen. Muss man glauben. Ist in dem Moment gar keine Wissenschaft, weil den letzten, endlich finalen Beweis wird keiner erbringen können. Das heißt, das sieht, es ist ein Glaube, es ist kein Fakt, es ist keine Tatsache, es ist keine Wahrheit, es ist ein Glaube. Wissenschaft ist in heutiger Zeit sehr, sehr weit verbreitet. Das heißt, wenn da jemand kommt und sagt, ich habe jetzt hier ein unheimlich tolles Teleskop und damit kann ich jetzt das Universum gucken und damit kann ich jetzt unglaublich weit entfernte Teilchen ranholen und sagen, guck mal hier, weil die sich jetzt mit dem Faktor x bewegen, also mit der Geschwindigkeit xy bewegen, deswegen kann ich genau sagen, wie alt das ist und wie weit das jetzt noch fortschreiten wird. Aber wie gesagt, unendlich beispielsweise hieße jetzt, dass es dann halt nie zu Ende ist. Wer will das behaupten? Also was heute wahr ist, kann ja morgen eh schon wieder falsch sein. Bei der Politik ist es jetzt so, im politischen Populismus wird die Beweiskraft des ad populum beansprucht, jedoch auch ohne, dass sichergestellt wird, ob tatsächlich die Meinung einer deutlichen Mehrheit zugrunde gelegt wird. Ist ja auch beispielsweise schon mal so, dass jemand sagt, und die meisten Bürger der Bundesrepublik oder der DDR, die haben sich dafür ausgesprochen, dass die Sommerzeit eingeführt, abgeschafft oder sonstiges wird. Kann man aber nicht beweisen. Das heißt, man muss jetzt der Meldung vertrauen, die da aus dem Radio, Fernseher oder aus der Zeitschrift kommt. Jetzt geht es weiter hier im Text. Das ist Wikipedia alles. Es ist allerdings kein zwingender Beweis. Wird es als solcher behandelt, ist dies ein Fehlschluss. Also wenn eine Mehrheit irgendetwas meint, muss das nicht die Wahrheit sein. Selbst wenn alle Menschen, haben wir hier oben, einer Meinung sind, können die sich irren. Also, man führt gerne oft Zahlen an, weil man mit Zahlen unheimlich gut manipulieren kann, weil es Teile gibt, die kann sich keiner vorstellen, die sind groß sind. Zum Beispiel, 50 Millionen Elvis-Fans können nicht irren. Das muss ich jetzt A glauben, dass es 50 Millionen Elvis-Fans gäbe und B können die sich nicht irren, aber hier ist noch nicht mal ein Grund benannt. Das ist jetzt hier eine sehr, sehr undeutliche Aufnahme. Ich gebe das zu. Das ist ja wohl auch, das ist ja die Wahrheit, dass es eine undeutliche Aufnahme ist. Das heißt, hier werden ein paar Titel anscheinend stehen. Und deswegen meinen viele Menschen, dass das jetzt richtig ist, weil 50 Millionen Menschen entweder diese Platte gekauft haben oder also zusammen alle diese ganzen Titel gekauft haben. Deswegen können die Menschen sich nicht irren. Dass es darüber hinaus noch ein paar andere Milliarden gibt, an Menschen, die vielleicht Fans anderer Musik sind, um bei dem Beispiel zu bleiben, ohne jetzt irgendeinem Inder etwas zu wollen. Dass es beispielsweise 1 Million Inder gäbe, die jetzt auf spezielle indische traditionelle Folkloremusik abfahren, in Anführungsstrichen, also Fans sind und Elvis-Musik überhaupt, würde jetzt die 50 Millionen Elvis-Fans eben nicht die Mehrheit darstellen. Dann könnten sich natürlich die 50 Millionen Elvis-Fans irren, dass ihr oder ihr Gott oder wie auch immer der Größte ist. Ist ja auch der King gewesen, der König. Ja, aber vielleicht gibt es ja in Italien jemand, der mächtiger ist. Vielleicht gibt es ja auch in Indien jemand, der mehr Mitglieder oder mehr Anhänger hat. Der hat dann vielleicht 1 Milliarde. Also ein. Und dagegen sind natürlich dann die 50 Millionen zu den 1000 nicht viel. Die würden auf jeden Fall dann eine Schlacht verlieren. Deswegen kann man das jetzt hier beliebig ins Hypothetische ziehen und sagen, 10 Millionen Autofahrer können nicht irren, 50 Millionen Elvis-Fans können nicht irren, 83 Millionen Bundesbürger können nicht irren, können alle irren. Auch 7 Milliarden Menschen können irren. Wenn irgendwann plötzlich die Sonne sich verdunkelt, hätten garantiert 7 Millionen gesagt, also da hätten wir nicht mit rechnen können. Hätten wir nie gedacht. So. Egal, was passiert. Und von daher, das Beispiel mit der indischen traditionellen Musik, dann würden halt die Elvis-Fans da
nicht so besonders gut aussehen. Es ist jetzt egal, ob man jetzt Elvis nimmt oder hier eine Frau im sündigen Kostüm, denn Santa ist eine Erfindung von Coca-Cola, da geht es nur um Kommerz. Das hat überhaupt nichts mit irgendeinem positiven Inhalt zu tun, weswegen auch Nikolaus überhaupt nichts mit einem positiven Inhalt zu tun hat. Der bringt nämlich immer direkt den Teufel mit, der heißt allerdings Knecht Ruprecht. Aber das soll jetzt hier keine Bibellesung werden. Es geht darum, dass man die Mehrheit nicht mit der Wahrheit verwechselt. Das sagt Jean Cocteau. Aber der hat ja auf jeden Fall recht, weil Mehrheit und Wahrheit hat ja nichts miteinander zu tun. Auch eine Minderheit kann ja eine Wahrheit haben. Also nur weil jetzt heutzutage zum Beispiel die Ureinwohner Amerikas in der Minderheit sind, haben die ja trotzdem recht, wenn die sagen, wir sind gegen unseren Willen in Reservate zurückgedrängt worden. Vor 300 Jahren waren die vielleicht in der Überzahl, da war das die Mehrheit. Aber jetzt sind die in der Minderheit. Jetzt sind die tatsächlichen originalen Ureinwohner von den Vereinigten Staaten, sind zurückgedrängt in Reservaten. Und der große Teil der amerikanischen oder der US-amerikanischen Bevölkerung besteht aus Einwanderern. Die sind jetzt die Mehrheit. Und wenn die jetzt sagen würden, von wegen, das ist alles Blödsinn, dann ist halt, wie gesagt, Mehrheit. Man kann also auch in der Minderheit sein, weil man vielleicht nur wenige ist. Und manchmal diktiert auch die Minderheit die Wahrheit. Wenn ich also eine Minderheit an Experten habe, die mich auf wollen, dagegen steht eine Riesenmenge an Menschen, die keine Messmethoden zur Verfügung haben. Die also jetzt in dem Beispiel nicht das Riesenteleskop haben, um jetzt in den Weltraum zu gucken und zu sagen, ah, guck mal da ganz hinten, stimmt, da ist irgendetwas und das hört wirklich nicht auf. Diese Messmethoden haben wir nicht. Also müssen wir halt einfach Astronomen und Astrophysikern glauben. Wir können das aber nicht wissen, weil wir das nicht nachmessen können. Weil wir eben gar nicht diese Werkzeuge haben. Also muss die Mehrheit der Menschen einer Minderheit Menschen glauben, dass sie die Wahrheit sprechen. Also weder Mehrheit noch Minderheit hat in irgendeiner Art und Weise was mit Wahrheit zu tun. Das wäre dann so wie mit Qualität und Quantität. Das hat mit einem mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Deswegen hätte Herr Jean Cocteau hier definitiv recht. Aber es gibt auch noch andere, die das ähnlich sehen. Jetzt mache ich es mal ein bisschen kleiner hier. Oh, jetzt kommt nur Bahnhof. Das ist strange, ne? Das ist seltsam hier. Das ist echt so ein Programmfehler. Ich glaube, da muss ich mal den Herrn Bill Gates mal anrufen. Aber ich habe ja die Nummer von ihm gar nicht. Der unterhält sich ja nicht mit jedem. So, die Wahrheit hat nichts zu tun mit der Zahl der Leute, die von ihr überzeugt sind. Ne? Das ist doch schon mal ein interessantes, kleines Bildchen. Sagt auch Paul Claudel, der französische Schriftsteller, Dichter und Diplomat. Diplomat. Guck mal, der ist gleicher als andere. Und wenn die Mehrheit halt sagt, wir gehen einfach diesen Weg, auch wenn der vielleicht in den Abgrund führt oder vielleicht auch gerade in ein offenes Kanalloch oder... Dann werden die halt alle ziemlich nass und dreckig und manche davon vielleicht dann auch krank oder invalide oder sterben. Und der eine Mensch, der da hört mit den anderen Weg beschreitet, der wird von der Mehrheit jetzt ausgelacht nach dem Motto, du Spinner oder noch etwas Schlimmeres, ne, du Idiot, geh doch einfach mit uns, wir sind so viele, da kann nichts passieren. Ne? Wir haben ja alle einen Kopf zum Denken. Der Kopf zum Denken nützt dir nichts, wenn die Wahrheit nicht da ist. Dann hat man eine Meinung, aber dann hat man eben nur irgendeine Meinung aus dem Fernseher zum Beispiel. Von Jean Cocteau, der übrigens auch ein französischer Schriftsteller, Filmregisseur und Maler war, den wir eben gesehen haben, scheint dann so, dass in Frankreich einige Menschen sich Gedanken machen oder machten. Das Ganze gibt es auch in etwas gröber. Das sieht dann insgesamt so aus. Da stehen dann so zwei, ja, wie soll man sagen, Chemiker oder sowas, ne? Die zeigen dann da und die sagen dann die Bitterstoffe raus, etwas Vanillearoma rein und schon schmeckt die Hundescheiße nach Schokolade. Und anscheinend gibt es Menschen, die das dann testen, also die dann so Probanden sind. Ja, und die werden dann auch teilweise von der Industrie bezahlt, dass sie gewisse Sachen testen, auch im medizinischen Bereich, im physikalischen Bereich, im chemischen Bereich. Da gibt es auch Testreihen und gerade in der Medizin gibt es auch Testpersonen. Und die positive Aussage
wie man das positiv formulieren kann, sehen wir es auf der rechten Seite. Da sagt jetzt nicht jemand von wegen, da ist also Hundekot drin oder so, sondern er sagt, der Verbraucher bekommt ein günstiges Naturprodukt und die Gemeinden werden sauber. Das ist nicht falsch. Dass das ungesund ist und krank oder halt unter Umständen halt zum Tod führen kann, das hat er jetzt nicht gesagt. Er hat es aber auch nicht ausgeschlossen. Er hat nur gesagt, der Verbraucher bekommt ein günstiges Naturprodukt und die Gemeinden werden sauber. Also eine Win-Win, eine Gewinn-Gewinn-Situation, die sich jetzt hier auftut. Damit hat er nicht gelogen. Dass er dann damit die Gesundheit der Menschen, die das dann verköstigen, gefährdet, interessiert ja einige Menschen nicht, die dann dadurch wiederum einen Profit haben. Also die dadurch einen Gewinn haben für die, in dem Fall jetzt hier, Nahrungsindustrie. Da kann man halt alles Mögliche verkaufen, das unter Umständen dann auch irgendwo so ein bisschen behandelt ist und nicht ganz natürlich ist und auch vor allen Dingen dann vom Mensch in einem ein oder anderen Umfeld dann vielleicht nicht so gut vertragen wird. Aber es geht sich ja da um andere Überlegungen, wie beispielsweise ökonomische Sachen oder Arbeitsplatzsicherung kann man immer anbringen oder halt einfach Gewinnmaximierung und Shareholder Value, Aktienkurse, internationale Verflechtungen und gleichzeitig ist das Nebenprodukt halt einfach der Geschichte, dass die Gemeinden sauber bleiben. Das ist so eine tolle Geschichte. Wenn keiner weiß, was da drin ist, dann sieht das vielleicht auch noch ganz appetitlich aus. Und ich fand das ein sehr, sehr griffiges Beispiel hier, weil das jeder kennt. Also von daher, es kommt immer darauf an, wer was sagt. Manchmal lügen die Menschen nicht, aber sie sagen halt eben nicht die ganze Wahrheit. Aber Martin Luther sagte schon, du bist nicht nur für das verantwortlich, was du sagst, sondern auch für das, was du nicht sagst. Und im Moment würde jetzt beispielsweise hier dieser Chemiker oder Nahrungsmittelproduzent, was auch immer das ist, eben verheimlichen, dass da als eben auch Giftstoffe drin sind. Aber Hauptsache, da ist viel Aroma drin und alle essen das. Wenn jetzt da ganz viele Menschen essen, werden die dann wiederum sagen, ja, nein, da passiert gar nichts. Schließlich hat die Mehrheit ja recht. Vielleicht passiert doch erst was auf 5 Jahren. Weiß man nicht. Auf jeden Fall wird das also anders dargestellt, als es ist. Und darum ging es mir jetzt hier. Deswegen fand ich dieses Beispiel doch sehr interessant. Fand ich sehr gut. Ja? Milliarden fliegen können auch nicht irren. Ist klar. So, zurück zu dem Ausgangspunkt. Das Argumentum ad populum. Im Hintergrund sieht man jetzt hier, glaube ich, den Bundestag. Ein logischer Fehler, bei dem man schlussfolgert, eine Sache sei wahr oder richtig, einfach weil die meisten Menschen daran glauben. Oder kurz, der logische Fehler der Demokratie. Das heißt, in der Demokratie meinen die Menschen tatsächlich, dass die meisten Recht haben. Ohne jetzt zu hinterfragen, um welchen Inhalt es sich geht. Das würde jetzt immer, wenn man sagt, alle wissen das oder die meisten wissen das oder die wenigen, die das nicht wissen oder die wenigen, die das nicht meinen oder die wenigen, die das nicht glauben, das sind Dumme. Weil die Mehrheit glaubt das und deswegen ist das die Mehrheitsmeinung und deswegen ist die dann quasi schon dadurch bewiesen, nur weil die Mehrheit das glaubt. Es kann jetzt allerdings auch sein, dass es jetzt eine sehr, sehr geschickte Lüge ist, woran geglaubt wird. Egal, ob man jetzt ein Hochschulstudium hat oder ob man jetzt irgendwo so vielleicht noch dabei ist, die Grundschule zu durchlaufen. Da gibt es ja Dinge, die werden erst später bekannt. Wenn man 5 Jahre alt ist beispielsweise, glaubt die Mehrzahl der Kinder absolut daran, dass es den Nikolaus gibt. Und später lernen sie dann fest, dass die Eltern sie belogen haben. Aber wenn man jetzt da im Alter von 5 Jahren die Kinder fragen würde, hör mal, glaubst du wirklich, dass es da Nikolaus gibt, dann, na klar, würden die dann wahrscheinlich sagen. Ja, und verschiedene andere Dinge, aber hier auf der Welt eben nie raus. Die Frage nach der Unendlichkeit. Und deswegen finde ich letzten Endes, dass die Wahrheit nichts mit Minderheit oder Mehrheit zu tun hat. Und wenn jemand sagt, das ist wahr, nur weil die meisten Menschen dran glauben oder weil die meisten Physiker dran glauben, da hat sich schon in der Vergangenheit herausgestellt, dass da eine ganze Menge neuen Empfindungen gibt und Entwicklungen gibt von Dingen, die man vielleicht vor 20, 30, 50, 100 Jahren für unmöglich gehalten hat. Und die heutzutage völlig normal sind. Ja,
So sieht's aus. Also der logische Fehler ist letzten Endes zu sagen, nur weil alle das meinen oder die meisten das meinen, muss das richtig sein. Das hat mit der Wahrheit wiederum nichts zu tun. Die Wahrheit ist absolut. Und wenn ich jetzt sage, die meisten Menschen glauben aber das und das, dann ist das relativ, aber nicht absolut. Dann ist das. Ja? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ, dass es wahr sein könnte, aber dadurch wird es nicht wahr. Wahr wird es erst dann, wenn es Beweise gibt. Wenn man wirklich sagt, aha, guck mal hier, das geht nicht anders, das kann ich selber nachvollziehen, das ist klar, jetzt weiß ich endlich Bescheid. Wenn der Wasserkochtopf pfeift, dann ist das Wasser am Kochen. Kann ja jeder selber überprüfen, sieht man sogar mit dem Auge. Also ist das eine Sache, die kann ich selber überprüfen. Wenn ich aber von Meinungen abhängig bin, die irgendjemand beschließt, die aber der Mensch selber nicht nachvollziehen kann, dann ist das Glauben. Dann muss ich jemandem glauben. Ob der jetzt ein Politiker ist oder ein Experte ist oder ob es jetzt ein Astrophysiker ist, dann muss ich dem glauben. Ich muss einfach glauben, dass der die Wahrheit erzählt. Ich kann es aber nicht überprüfen, weil mir, wie gesagt, die Kenntnisse fehlen oder halt auch die Messsysteme fehlen. Also der logische Fehler ist, allen zu glauben oder den meisten zu glauben. Oder halt eben dann wie die Lemminge irgendjemand hinterher zu laufen, der dann sagt, ich habe jetzt hier etwas Neues entdeckt und da müsst ihr jetzt alle mir folgen, das ist jetzt der absolute Hit. Denn auch Politiker sagen manchmal die Wahrheit. Der Richard von Weizsäcker, der sogar mal Bundespräsident gewesen ist, sagt, auch die Mehrheit kann sich irren. Also von daher, nur die Wahrheit. Es gibt nicht mehr oder weniger Wahrheit. Die Wahrheit ist absolut. Die Wahrheit beispielsweise wäre zu sagen, im Alter werden die Haare grau. Sieht man jetzt hier an dem Richard von Weizsäcker, aber ist sicherlich eine Geschichte, die man nachvollziehen kann. Erstens, weil man meistens irgendwann selber davon weil man es überall sehen kann. Das heißt, das ist eine Geschichte, da lässt sich, glaube ich, nichts dran deuten, dass es also die meisten Menschen erwischt, dass die Haare im Alter grau werden. Warum das heutzutage nicht so ist, hat wiederum mit der Chemie zu tun. Und nicht mit den grauen Haaren. Die werden nämlich dann gefärbt. Und deswegen gibt es Menschen, die sagen, bringt euren Kindern nicht nur bei zu lesen, sondern das Gelesene zu hinterfragen. Bringt ihnen bei, alles zu hinterfragen, sagt der George Carlin. Und das halte ich für einen unheimlich wichtigen Satz. Wir sollten wirklich Fragen stellen. Denn wir wissen ja schon aus der Sesamstraße, wer nicht fragt, bleibt dumm. Und wenn jemand meint, das ist Sesamstraße hier, vielleicht kann man da auch von der Sesamstraße noch etwas lernen, wenn die Sesamstraße sagt, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Wenn wir es glauben, dann wissen wir noch lange nicht die Wahrheit. Einem Menschen zu glauben, heißt nicht, etwas Wahres zu erfahren. Da draußen gibt es eine ganze Menge Trickbetrüger. Das sind nicht nur die, die dann den Enkeltrick machen und irgendwelche alleinstehenden Rentner zu Hause anrufen, dann erzählen von wegen, ja, wir sind doch verwandt und ich komme gleich vorbei. Ein bisschen Geld und dafür fahre ich aber mit dir in Urlaub oder irgendetwas. Nein, da gibt es eine ganze Menge Menschen, die einfach davon leben zu lügen. Das ist so. Die leben davon zu lügen. Also zum Beispiel Zauberer im Fernsehen. David Copperfield, Hans Klock, wer auch immer. Die lügen etwas vor mit ihren Tricks. Der Herr Copperfield musste schon einige Tricks wirklich dann vor Gericht, musste er die offenlegen, weil es da Schadenersatzklagen gab von Menschen, die sich beispielsweise da bei einigen seiner Tricks körperlich verletzt haben. Also musste er den offenlegen. Das heißt, die arbeiten mit Tricks, die arbeiten mit Lügen. Und die Leute wollen aber belogen werden, weil die das so spannend finden, zu sagen, Mensch, also guck mal, wie hat der das gemacht? Und es gibt auch noch andere Berufsstände, die einfach lügen. Die möchte ich aber jetzt nicht benennen hier. Da kann ja jeder mal selber drauf überlegen. Aber wie gesagt, das ist einer der Berufsstände, die halt einfach lügen. Und zwar professionell. Also das ist deren Beruf. Das heißt, ihre Profession ist das Lügen. Und da gibt es eine ganze Menge Menschen. Beispielsweise, noch ein Beispiel, Schauspieler. Wird dafür bezahlt, in eine andere Rolle zu schlüpfen und dann einen Dialog zu sprechen, den er sonst nie sagen würde. Also ist das ein bezahlter Lügner. Es gibt eine interessante Webseite, die ich nicht empfehlen kann, weil ich mich da noch nie mit beschäftigt habe. Ich fand nur den Titel von diesem Buch interessant. Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst. Also das, was wir oder wie wir manipuliert werden auf verschiedensten Wegen, von Dingen, die seit Jahrtausenden von Jahren bekannt sind. Ich erinnere ja da mal an hier die griechische Philosophie.
die ganzen Tricks, die da auch möglich sind und die ganzen Argumente, die dann durch die Gegend fliegen. Das ist eine Geschichte, dass wir sehr, sehr vertrauensselig sind in der Vergangenheit. Ich kann das von meinem Vater bezeugen, der hat sich also immer abends so die Tagesschau und Heute-Sendung angeguckt und dachte, er wäre dann in. Das ist dann ungefähr so wie die Menschen in der DDR, die dann halt im Tal der Ahnungslosen waren. Die haben auch gedacht, die wären dann durch die aktuelle Kamera informiert. Es kann jetzt sein, dass die Menschen in der Tagesschau und in der Heute-Sendung besser informiert waren als die Menschen in der aktuellen Kamera in der DDR, die DDR-only, also DDR ausschließlich Fernsehen hatten. Aber ob wir heutzutage mit Internet und mit den ganzen weiter wirklich besser informiert sind, das ist auch noch die Frage. Wenn man quantitativ etwas hinzufügt, dann heißt das nicht, dass es dabei qualitativ auch irgendetwas bei herumspringt. Ob ich zweimal Mist habe oder ob ich 500 Mal Mist habe, Mist bleibt Mist. Dadurch wird eine Geschichte nicht wahrer, nur weil sie von allen möglichen Menschen wiederholt wird, nur weil sie von allen möglichen Menschen abgesprochen wird, auswendig gelernt wird und einfach wieder rezitiert wird. Dadurch wird eine Geschichte nicht richtiger. Und deswegen gibt es eine ganze Menge Menschen, die wollen halt einfach nicht, dass Menschen denken. Und dann wird man halt eben als Verschwörer oder als irgendetwas benannt. Und das ist letzten Endes sicherlich auch kein Zufall. Sein daran, dass Menschen Fragen stellen. Das kostet Zeit, das kostet Nerven und das kostet Geld, Fragen zu beantworten. Also möchte man eigentlich lieber jemanden, der alles glaubt, dann hat man nämlich dann nur einmal die Arbeit. Ansonsten, wenn also plötzlich dann bei der Recherche herauskommt, das ist eigentlich komplett anders gelaufen, hat man ein Problem. Zumindest derjenige, der die Meldung rausgegeben hat. Der hat dann ein großes Problem. Der muss sich nämlich dann rechtfertigen. Und viel schöner ist das ja, wenn ein Plan funktioniert. Und der Plan ist also bei vielen Dingen letzten Endes oder ad personam, wie wir jetzt hier sehen, dann eben direkt anzugreifen und überhaupt gar keine Kritik zuzulassen oder halt überhaupt auch dann den anderen als Gesprächspartner nicht zu akzeptieren, damit man eben überhaupt sein Argument und seinen Standpunkt nicht rechtfertigen muss. Das wäre jetzt schon der Content der letzten Sendung. Ja? Und deswegen ist natürlich Verschwörungstheoretiker beispielsweise hat eine destruktive Wirkung, weil es ein Kampfbegriff ist. Das ist ja nichts Neues. Es ist auch völlig egal, ob das jetzt hier mit Lockdown zu tun hat oder ob das jetzt hier mit der Einführung des Euros zu tun hätte oder mit irgendwelchen anderen Dingen. Ja, es ist immer so, dass Andersdenkende diffamiert werden oder mit dem Argumentum ad populum darauf verwiesen werden, dass beispielsweise die Politiker sich darauf geeinigt hätten, dass das richtig ist oder die Wissenschaft sich einig wäre, was sie eigentlich auch nie ist. So gemacht nach dem Motto, wir haben jetzt hier die Mehrheit, wir haben die Deutungshoheit und deswegen müsst ihr das alles glauben, denn das ist jetzt für uns die Wahrheit. Ja? Das geht dann so weit, dass man halt dann sagt, für Männer sei es viel schwerer zu akzeptieren, dass sie gewisse Dinge nicht verstehen können. Ja, und das ist für mich Sexismus. Ja, wenn wir wiederum anscheinend zu ignorant sind oder zu dumm sind, um gewisse Sachen zu verstehen. Ja. Und deswegen, egal ob jetzt DLF oder ZDF oder XYZ oder irgendeine Webseite irgendetwas sagt, ja, das ist letzten Endes alles nicht zielführend. Es redet keiner in welcher Form auch immer über die Wahrheit. Es ist jeder dabei, den anderen zu diffamieren. Ne? Spinner, Trottel, kennen wir alle. Das war bei 9/11 so, das ist immer schon so gewesen. Ja. Es ist eine interessante Seite hier. Wie gesagt, ich kann sie nicht empfehlen, weil ich sie selber nicht gelesen habe, weil ich letzten Endes jetzt hier nur mal ein paar Schlagbegriffe haben wollte. Schlagbegriffe, die vielleicht auch wehtun, wie beispielsweise jetzt hier eben, dass Männer anscheinend nicht diffizil denken können. Ja, solche ganzen Sachen. Damit man halt dann sieht, guck mal hier, die Menschen, die dann Fragen stellen, sind plötzlich verrückt. Also die sind dann irgendwie auf dem falschen Standpunkt. Ne? Wenn ich auf dem falschen Standpunkt bin, dann bin ich verrückt. Ja, weil ich bin ja nicht auf der Linie. Wenn ich auf Linie bin, dann bin ich ja okay. Ja, aber sobald ich die Linie verlasse, die halt vorgegeben wird von dem Menschen, der oder der Organisation, die die Deutungshoheit innehat, dann bin ich verrückt. Da war ich ja nicht mehr auf Linie bin. So viel mal dazu, dass Sprache unheimlich gut ist. Daniele Ganzer, der immer sehr vorsichtig formuliert, dann auch noch diffamiert wird, das ist, finde ich jetzt also mehr als suspekt, okay?
jetzt hier ein Vorstoß der Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, die sagt, sie möchte ein Demokratiefördergesetz haben. Klingt ja immer gut. Ne? Also wenn wir gefördert werden oder wenn wir beschützt werden. Lambrecht möchte die Aufklärung über Verschwörungstheoretiker stärken. Also es geht hier nicht um den Kritiker. Ne? Es geht nicht um eine andere Meinung. Es geht auch nicht um die Wahrheit. Es geht letzten Endes, die Deutungshoheit hat, dann eben die anderen mit einem Prädikat versieht. Ne? Also Prädikat nicht empfehlenswert oder so. Ne? Kinder müssten in der Schule schon den Umgang mit Verschwörungstheorien lernen. Da hätte die aber eine ganze Menge zu tun. Deswegen plant sie ein Demokratiefördergesetz. Das sind alles, ja, das sind Worthülsen. Es wäre schön, wenn Kinder in der Schule den Umgang mit der Wahrheit lernen würden. Und nicht mit irgendwelchen Dingen sich dann nach einigen Jahren wieder als völlig falsch herausstellen. Ich habe in meiner Kindheit gelernt, wir steuern auf eine Eiszeit hinzu und das Öl wird knapp. Und später habe ich gelernt, oh, da kommt saurer Regen. Wo ist denn jetzt die Eiszeit? Und wer hat das ganze Öl geklaut? Und heute regnet es und keinen regt's auf. Also scheint die Wahrheit, die wir in der Schule mitbekommen, auch von den Lehrern, wohl nicht die absolute zu sein, sondern das hängt immer davon ab, wann man die erzählt. Es wird also nicht besser, wenn es dann also dann weiterhin einen Verbraucherschutz gibt. Also mit Schutz kann man eine ganze Menge argumentieren. Dass dann die Demokratie vor den, das ist ein Zitat hier, die Demokratie vor den giftigen Wellen von Hass, Verschwörungserzählungen und Lügen schützen. Bei strafbarer Hetze brauchen wir europaweit verpflichtende Regeln für die Plattformen mit kurzen Reaktionsfristen. Ja, sagt das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Gucke ich mir das an. Das ist ein Interview vom 29. April 1986 mit dem damaligen Minister Friedrich Zimmermann, wo gerade die Problematik mit dem damals öffentlich gesagt, eine Gefährdung der deutschen Bevölkerung durch die Katastrophe sei, Zitat, absolut, also nicht nur ein bisschen, sondern komplett, absolut auszuschließen. Das hat er gesagt. Völlig überzeugend in seiner Funktion als Minister. Ja, er war für die Umweltpolitik zuständig. Ein paar Jahre später, 2015, ist immer noch aktuell, da strahlen die Wildschweine im Bayerischen Wald und dürfen auch aus Grund dessen nicht gegessen werden, weil die zulässigen Grenzwerte mehr als das 16-fache überschreiten. Das hieße jetzt, dass der Friedrich Zimmermann eine Lüge erzählt hat. Also die Lüge ist überall in der Welt, manchmal auch wieder besseren Wissens. Wer will jetzt denn jetzt entscheiden, wann etwas eine Lüge ist? Eventuell ist die Lüge von gestern. Wenn der Bundesminister für die Umwelt nicht abschätzen kann, wie jetzt die Gefahrenlage für die Bürger, für die er eigentlich verantwortlich ist, dann hätte er maximal sagen können, mir ist im Augenblick keine Faktenlage bekannt, die darauf schließen könnte, dass eine Gefährdung stattfindet. Aber wenn er das absolut ausschließt, hat er ja anscheinend nicht, denn die Wildschweine strahlen da immer noch. Wird auch irgendwo anscheinend nicht besser. Die strahlen nämlich mit 10.000 Becquerel, falls wir dem jetzt wieder glauben wollen, pro Kilogramm. Das ist halt eine Überschreitung des Messwertes. Das wäre nicht gefährlich, aber auch nicht ratsam. Also man sagt sehr nicht genau, was Sache ist. Ne? Der Verzehr radioaktiver Wildschweine ist nach Einschätzung des Wissenschaftlers zwar nicht schädlich, aber auch nicht ratsam. Ja, was denn jetzt? Also entweder ist es nicht schädlich, dann kann man, oder aber es ist nicht ratsam, dann ist es schädlich. Also von daher, das schließt sich jetzt hier aus. Ja, ist zwar nicht schädlich, so kann man sich da wieder rausmanövrieren. Ne? Das ist nicht ja, ja oder nein, nein. Das ist wieder so typisches, ja, ich möchte jetzt keinen fiesen Ausdruck sagen. Das ist nicht gefährlich, sagt der kommissarische Direktor des Institutes für Strahlenschutz, aber essen würde ich es auch nicht. Toll. Der nächste, der kommt, ist das Bayerische Gesundheitsministerium. Das mahnt zur Vorsicht und sagt, eine höhere radioaktive Belastung des menschlichen Körpers erhöht grundsätzlich das Risiko einer Krebserkrankung. Wenn man jetzt die Aussage von dem Herrn Zimmermann nimmt, ist es anscheinend so lange ungefährlich, bis man nicht Wildschweine aus dem Bayerischen Wald isst.
Ironie aus. Jetzt gibt es eine Webseite, die hat ein schönes Bild hier gepostet, der heißt Elfenbein. Neusprech, wie man ohne Argumente überzeugt, indem man halt einfach nur irgendjemanden einwickelt mit der Sprache. Weiß, was derjenige, der die Sprache, der das Wort ergriffen hat und es anscheinend auch nicht mehr eingewickelt wird von der Sprache. Das finde ich eine hervorragende und richtig tolle Illustration hier. Deswegen wollte ich die hier gerne mit reinmachen. Ja. Denn was sich hinter Wörtern wie grundrechtsschonend verbirgt, ab wann ein Wort eigentlich Neusprech ist und ob wir unsere eigenen Kampfbegriffe erfinden müssen, hat da jemand auf dieser Seite eine Theorie und hat gesagt, Zitat, durch Sprache kann das politische Denken von Menschen manipuliert werden. Ja, das ist wie Neusprech. Darum geht es ja auch die ganze Zeit. Er sagt, wie man Neusprech erkennt, beispielsweise Finanzindustrie, denn in der Finanzbranche wird ja nichts produziert. Harmonisierung ist quasi ein Codewort für Rationalisierung, also Abbau auch. Und Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist ja auch eigentlich vertauscht, weil der arbeitende Mensch, der gibt ja eigentlich die Arbeit dem Unternehmen. Ja, es ist schwierig, wenn man die ganze Zeit etwas benutzt und dann nie drüber nachdenkt und plötzlich fällt es einem dann wie Schuppen aus den Haaren, würde Otto sagen, ne? Oder wenn halt beim Strukturprojekt wie Stuttgart 21 von den Bürgern kritisch begleitet wird. Ne? Das heißt dann, kritisch begleiten heißt, die mischen sich nicht ein, sondern die sind so Mitläufer. Und die müssen aber dann auch wirklich ruhig sein, weil die dürfen nur begleiten. Die dürfen da jetzt nicht aktiv eingreifen. Die dürfen da so ein bisschen rumstehen und so. Und wenn die Leute dann da aktiv werden, dann können auch schon mal da die Fetzen fliegen. Sprachvernichtung als Gedankenkontrolle. Woher kommt Neusprech? Der kommt natürlich von George Orwell, 1984, der Roman. Und das ist eben Vollüberwachung. Die Menschen werden mit Propaganda und Lügen zugeschüttet. Jegliche Subversion gegen den Staat oder aber gegen den Meinungsführer, der muss ja nicht... Kann ja beispielsweise auch, der die Deutungshoheit hat, kann ja beispielsweise auch der Präsident des Fußballclubs sein. Wenn der sagt, das wird in die Statuten so aufgenommen, dann ist das dann wohl so. Wenn dann der Präsident vom DFB irgendetwas erlässt und sagt, wir machen das ab heute so und so und so, und das Präsidium segnet das ab, in Anführungsstrichen segnet das ab, ist eh schon ein falscher Begriff, dann ist es dann tatsächlich dann so, dass der normale Fußballspieler da nicht mehr allzu viele Möglichkeiten hat, dem zu entgehen. Aber die Webseite sagt jetzt hier, Kinder denunzieren ihre Eltern. Was sagt die Bibel? Die Bibel sagt in Markus 13,12, es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von allen gehasst sein um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis zum Ende, der wird gerettet werden. Das ist das, was die Bibel uns sagt und was Christen als Wahrheit ansehen. Weil für Christen die Bibel das wahre Wort Gottes. Das heißt, diesen Satz hat der Sohn Gottes, Jesus Christus, gesagt. Der hat nicht gesagt, ist alles eitel Sonnenschein und alles wird super. Er hat gesagt, Kinder werden sich gegen die Eltern erheben. Ob jetzt der Autor dieser Seite dieses Zitat kennt, weiß ich nicht. Aber egal, wo man reinschaut, der Herr Orwell hat mit 1984 ein dystopisches Buch geschrieben. Das heißt, dass letzten Endes sich alles verschlimmert. Der Herr Aldous Huxley hat ein eben solches mit Schöne neue Welt geschrieben, wo sich alles verschlimmert. Und auch die Bibel sagt hier, dass sich alles verschlimmern wird. Und ein Grund dafür ist letzten Endes, dass sie anscheinend nicht alle dieselbe Sprache sprechen. Und dass Sprache kontrolliert wird von denjenigen, die die Deutungshoheit haben. Völlig unabhängig von Staatsgrenzen. Beispielsweise, wenn es gewisse Völker gibt, wo man gewisse Begriffe besser nicht sagt. Und soweit mir bekannt, ist Österreich auch deutsch sprechend. Oder in sonstigen Regionen beispielsweise, wo halt gewisse Völker sind, die lang unterdrückt worden sind. Ob es jetzt Kurden sind, oder ob es jetzt Nepal ist. Oder, es gab genug Kriege auf dieser Welt. Mehr als genug. Ja, jeder Einzelne ist zu viel.
Ja, und deswegen gibt es dann halt irgendwann in den 1984 eben keine Wörter wie schlecht und böse mehr. Gut oder plus und gut. Ne? Also das heißt, alles klingt dann irgendwie schon mal schön und wird dann mit un vorher ersetzt. Ne? So ein Unwort. Ne? Weiß man direkt schon, ist negativ. Ein Unwort ist negativ. UN ist sowieso negativ und heißt letzten Endes dann auch Unkraut, was immer noch ein Kraut ist, oder auch Unkosten, die immer noch Kosten sind. Also alles, was mit UN anfängt, also ungut, ist also so negativ. Und andere Worte wie Ehre und Moral existieren in Neusprech nicht mehr. Ist das das, was er jetzt meint, was da in den Visionen 2050 steht? So nach dem Motto, dass es also gewisse Wörter abgeschafft werden und durch Neologismen ersetzt werden, die dann positiv imaginiert werden? Tja, also kritische Gedanken sind dann ausgeschlossen. Und er meint, Visionen sind wir heute zum Glück weit entfernt. Da habe ich eine ganz andere Meinung zu. Denn wenn man sich Vision 2050 durchliest, dann kommt man dann doch schon zu einem ganz anderen Schluss. Dass eben mit Sprache manipulativ gearbeitet werden kann. Ich sage nicht wird, ich sage kann. Vision 2050, das heißt nicht, dass das so stattfindet. Das heißt, dass sich jemand Gedanken eingebracht hat. Das heißt nicht, dass das so wird. Ja, also beispielsweise ein Begriff so wie alternativlos. Ja, wenn man den Begriff benutzt in der Demokratie, dann ist das ein ziemlich schlechtes Zeichen für eine Demokratie. Denn ich dachte, eine Demokratie wäre von einem Konsens geprägt, dass man da jetzt verschiedene Sichtweisen miteinander verknüpft. Alternativlos selber ist ein sehr, sehr trostloses Wort, weil es letzten Endes genau sagt, dass es nur eine Möglichkeit gäbe. Das sieht natürlich sehr seltsam aus. Ne? Potenzieller Gefährder ist natürlich dann auch wieder, Potenz ist ja eigentlich etwas, was viele gerne hätten. Aber potenziell gefährden ist natürlich dann auch wieder schlimm. Wobei das natürlich ein potenzieller Gefährder ist natürlich auch jemand, der mit einem Hammer auf dem Bau steht und gerade einen Nagel einkloppt und der Nagel fällt ihm aus der Hand und unten runter läuft jemand. Das ist auch ein potenzieller Gefährder. Also von daher ist dann alles schon so ein bisschen krude. Sowieso nicht. Es gibt nur halt die Möglichkeit, möglichst schnell zu bestellen und zu liefern, aber sofort anzurufen und zu sagen, so, in einer Minute ist das Teil hier, das gibt's nicht, ne? Gibt's halt nicht. Deswegen auch so Sachen wie nachhaltig, die werden alle in einem ganz anderen Kontext verwendet, die Begriffe. Deswegen sagt er jetzt hier, es gibt Vernebelungstaktiken, Verhinderung von Verständnis. Für die Bürger unangenehme Maßnahmen werden mit Neologismen, bürokratischen, technischen oder fremdsprachigen Begriffen eingenebelt. Ne? Hier der Satz aus dem Vision 2050, der heißt eben, ein Register der Neologismen gegenübergestellt werden, um das Neue positiv zu imaginieren. Ja, bei dem Satz weiß man schon, dass der Autor dieses Artikels keine lauteren Absichten hat. Der halt einfach im wahrsten Sinne des Wortes nicht Deutsch redet. Das klingt eben seriös, aber kann sich nichts runter. Da weiß man also überhaupt nicht, was da jetzt abgewehrt werden soll. Ob das jetzt kleine grüne Männchen oder halt kleine rosa Dämchen oder jetzt irgendwelche anderen Sachen sein sollen. Wie gesagt, wenn man das möchte, kann man sich gerne mit dieser Seite beschäftigen. Aber es war letzten Endes jetzt hier nur als Unterstützung gedacht, dass man sieht, dass andere Menschen sich zum Glück auch Gedanken machen. Solange es doch erlaubt ist. Ja, es gibt in Sprachwissenschaften, dass man Wörter hat, die eine negative Wertung beinhalten oder halt auch negative Assoziationen. Deswegen auch gibt es Wörter, die eben jemanden oder etwas herabsetzen und ausdrücken. Das haben wir ja alles schon letztens gehabt. Ne? Also Harzer zum Beispiel, Arbeitsloser und so. Das klingt halt ja nicht so besonders gut. Deswegen überall. Überall. Jemand, der das auch Ganser. Denn jeder Ganser hat verschiedene Vorträge gehalten, die ich unter Umständen empfehlen kann, wobei ich jetzt auch nicht mehr genau weiß, was da alles behandelt wird, aber er hat hier beispielsweise am 12.04.2020 einen Vortrag gehalten, Propaganda, wie unsere Gedanken und Gefühle gelenkt werden. Den habe ich gesehen, den Vortrag, und fand ihn also wirklich gut gemacht. Vor allen Dingen, weil er eine besondere Begabung hat. Er hat die Begabung, diese Sachen so darzustellen, dass jeder sie versteht. Wahrscheinlich eine Begabung, die ich jetzt so nicht so unbedingt habe. Er hat halt so wirklich
die Möglichkeit, er hat das Talent, wie auch immer man es sagen will, dass er hat eben Vorgänge besonders gut plastisch, bildlich aus für die Menschen jeglichen Alters darstellen kann. Deswegen kann ich den eigentlich zum Einstieg immer empfehlen. Deswegen, es gibt ja Schlagwörter, die tun ja auch richtig weh. Und die werten in der Regel. Schlagwörter, Kampfbegriffe. Man hört ja schon, das hat irgendetwas mit... Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel, was nicht nett ist. Aber es geht nicht um die Nettigkeit, sondern es geht um die Wahrheit. Es gibt politische Schlagwörter, die haben halt den Charakter von Euphemismen. Da denkt vielleicht irgendjemand dran, ja gut, also Säuberung, da kommt dann jemand mit einer Flasche, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber Spülmittel und macht dann irgendetwas sauer. Aber ethnische Säuberung meint was ganz anderes. Da geht es um eine Ethnie. Da geht es also tatsächlich um Menschen, um lebende Menschen, die anscheinend gesäubert werden. Aber das ist auch noch zu positiv. Das heißt, eine Ethnie ist ja so ein Volksstamm. Zum Glück, die sagt, politische Säuberung bezeichnet die Zwangsausgrenzung von Personen oder Personengruppen aus politischen Organisationen und Institutionen, insbesondere aus Parteien, Regierungen und öffentlicher Verwaltung. Diese Form der Säuberung kann von der Exklusion, also vom Ausschluss, oder dem Parteiausschluss bis hin zur Tötung reichen. Eine ethnische Säuberung oder religiös motivierte bzw. religiöse Säuberung bezeichnet das Entfernen einer ethnischen oder religiösen Gruppe, also einer Gruppe von Menschen, aus einem bestimmten Territorium. Dies erfolgt zumeist durch gewaltsame Vertreibung, Umsiedlung, Deportation oder Mord. Das heißt, wir reden jetzt hier bei ethnischer Säuberung unter anderem von dem Inhalt eines Mordes oder eines Völkermordes. Das bezieht sich ja auf eine gewisse Gruppe, die vielleicht denselben Ursprung hat, dieselbe Religionsgemeinschaft, aus welchem Grund auch immer. Das ist eine ethnische Säuberung. So, und wer meinte, das ist alles so harmlos und das ist halt einfach nur die Vertreibung, damit man vielleicht den Lebensraum für irgendwelchen jemanden benötigt, das ist ja auch schon wieder so ein blödes Wort. Schaue man sich das an. Das findet man unter der Rubrik ethnische Säuberung. Das sind ermordete Menschen. Das wird unter dem Begriff ethnische Säuberung verkauft. Keiner spricht von... Man spricht von ethnischer Säuberung. Das ist eine Verschleierungstaktik. Es gibt noch andere Schlagworte, beispielsweise Achse des Bösen. Ja, wer stellt fest, wer die Bösen sind? Jemand, der absolut Gute ist, oder? Der kann dann sagen, okay, die anderen sind die Bösen. Wenn ich das Schlagwort habe, Achse des Bösen, dann muss es so sein, dass jemand das erst dann wirklich wahrhaftig wirklich absolut gut ist. Absolut gut ist. So viel nochmal dazu. Das war schon ein ziemlicher Anspruch. Indoktrination funktioniert dann am besten, wenn die indoktrinierten Inhalte als Selbstverständlichkeit dargestellt werden, sagt Gerhard Dunkel, ein österreichischer Psychologe und Aphoristiker. Wenn ich sage, das war immer so und so gewesen und wenn letzten Endes das als Selbstverständlichkeit angesehen wird, wird es nicht hinterfragt. Deswegen, im Eingang dieser Stunde hier, habe ich ja mal gesagt, so ein schönes Bild gezeigt, von wegen, dass man immer nachfragen sollte. Sesamstraße. Die Kinder lernen unglaublich viel, wenn sie fragen. Aber wir als Erwachsene haben anscheinend verlernt zu fragen und deswegen lernen wir nichts mehr. Wir lernen nichts mehr, weil wir das, was wir hören, als Wahrheit empfinden. Nur weil es entweder die Deutungshoheits Menschen als wahr herausposaunen oder halt aber auch die Mehrheit der Menschen das als wahr empfindet. Das ist Indoktrination. Das ist eine besonders vehemente und keinen Widerspruch und keine Diskussion zulassende Belehrung. Da haben wir schon wieder die Geschichte, dass auch keine Diskussion erwünscht wird. Weder beim Argumentum ad hominem, noch beim Argumentum ad personem, noch beim Argumentum ad populus,
Weil man sagt, das ist völliger Unsinn, darüber sich überhaupt den Kopf zu zerbrechen oder überhaupt darüber Diskussionen anzufangen. Da steht von vornherein fest, entweder ist der andere dumm, ungeschickt oder aber die Mehrheit hat sowieso recht. Und bei der Indoktrination brauche ich noch nicht mal irgendeinen Grund anzugeben. Da sage ich einfach, das ist so, weil das immer schon so gewesen ist. Ja, da gibt es verschiedenste Techniken anscheinend, gezielte Manipulation von Menschen durch eine gesteuerte Auswahl von Informationen, um ideologische Absichten durchzusetzen oder Kritik auszuschalten. Das heißt, ich habe nur immer eine Form von Nachricht aus einer gewissen Seite oder Quelle. Stellen Sie sich einfach mal den Fall vor, es wäre, nur mal als Beispiel ganz plakativ, es wäre morgen Wahl. Mir Menschen beispielsweise einen fiktiven Staat überlege. Und diesen Staaten gibt es zwei Parteien. Die eine Partei ist die Partei der Quadrate, die andere Partei ist die Partei der Punkte. Und seit 6 Monaten, die letzten 6 Monate vor der Wahl, kommt immer nur die Partei mit den Punkten im Radio, im Fernsehen, in den Zeitschriften und so weiter. Und man hört überhaupt nichts mehr von der Partei mit den Quadraten. Dann würden sich doch die Mehrheit der Menschen sagen, Mensch, also die Partei der Quadrate, ich fand die früher mal gut. Und ist auch gut, dass wir eine Auswahl haben. Aber man hört gar nichts mehr von denen. Da kommt nichts mehr. Da mache ich mir gar keine Gedanken zu. Wer sich um uns kümmert, ist die Partei der Punkte. Ja, die machen hier Werbesendungen, die hört man überall im Fernsehen, da kommen dann die Experten und so weiter und so fort. Also da musst du drauf hören, die tun wirklich was. Also die machen was für den Menschen. Aber die Partei von den Quadraten, da hast du nichts von. Ich glaube, die haben gar keine Lust. Oder? Die haben keine Kompetenz. Oder beides. Aber man hört nichts von denen. Also ist die Quadratpartei für die Menschen nicht mehr tragbar. Weil alles, was an Informationen kommt, eben von der Partei kommt mit den Punkten. Und das wählen die Leute, die. Das machen ja die meisten anderen auch. Weil man hört ja von denen am meisten. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, die Partei mit den Quadraten hätte einmal die Wahrheit gesprochen, hätte gesagt, ja, wir haben hier ein großes Problem. Man hat uns finanziell den Hahn zugedreht. Ne? Hahn ist natürlich jetzt auch wieder blöd, wir wollen ja jetzt nichts den Tieren. Aber wir haben keine finanziellen Mittel mehr, um zu senden. Und bitte, bitte, bitte schicken Sie uns eine Spende. Aber das kam dann irgendwann nachts um 3 Uhr, wo die meisten Menschen schlafen. Das haben die meisten Menschen nicht gehört. Und deswegen ist diese Partei am Rande des Existenzminimums angelangt und kann keine weiteren Radiospots mehr machen oder wie auch immer. Das ist ein rein fiktives Beispiel. Nur weil die Mehrheit der Menschen jetzt die Punktepartei wählt, und die Punktepartei maximal im Fernsehen und überall zu hören ist, hat die Punktepartei nicht recht. Vielleicht hat die in einem Punkt recht, aber die muss nicht recht dadurch haben, nur weil sie jetzt das meiste Geld hat oder halt die meisten Menschen hat oder halt die meisten Anteil der Wähler hat. Das hat mit Recht nichts zu tun. Es hat damit zu tun, dass es Menschen gibt, die eben dann die Deutungshoheit haben und die dann eben sagen, wo das lang geht, auch mit der Sprache. Das ist eine Indoktrination. Ich kann durch Sprache Menschen indoktrinieren. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg schon so. Da durften gewisse Kinder mit gewissen anderen Glaubensgemeinschaften nicht spielen. Mal gucken, was in der Zukunft alles so ist. Denn die Zukunft scheint ja anscheinend nicht besonders gut für uns zu sein. Das ist ein schönes Bild. Da sagt jemand, wenn du Fakten benutzt, dann ist das Erziehung oder halt Bildung. Aber zwangsweise Meinungen, rhetorische und Propaganda benutzt, dann ist das Indoktrination. Denn du müsstest das ja besser wissen. Derjenige, der am Drücker sitzt, der kann beschließen, was die meisten Menschen der Welt seines Einflussbereiches meinen zu wissen. Die glauben das dann, weil das dann als Nachricht kommt oder irgendwo in einem abgedruckt ist, aber die meinen das dann zu wissen. Im Endeffekt glauben sie das aber auch. Wissen, weil sie es nicht nachprüfen können. Ja? Der Herr Noam Chomsky ist ein Professor für Linguistik. Der sollte das wissen. Am Massachusetts Institute of Technology, einer der weltweit bekanntesten linken Intellektuellen. Also ich spare hier niemanden aus. Und seit den 1960er Jahren einer der prominentesten Kritiker der US-amerikanischen Politik. Er gehört zu den bekanntesten Linguisten, also Sprachwissenschaftlern der Gegenwart. Folgendes gesagt:
Indoktrination ist keineswegs inkompatibel mit der Demokratie. Vielmehr ihr. Ohne Knüppel, ohne Kontrolle durch Gewalt muss man das Denken kontrollieren. Dazu greift man zu dem, was in ehrlichen Zeiten Propaganda genannt wurde. Und heute im Übrigen, das ist Inhalt einer der weiteren Sendungen, Public Relations heißt Öffentlichkeitsarbeit. Also man arbeitet an der Öffentlichkeit oder an der öffentlichen Darstellung. Aber das ist ein Zitat, wo ich gedacht habe, boah, das kann man noch zweimal lesen. Indoktrination ist die Essenz der Demokratie. Ohne Knüppel, ohne Kontrolle durch Gewalt muss man das Denken kontrollieren. Er sagt, Indoktrination ist die Essenz der Demokratie. Man muss das Denken kontrollieren. Und was war die Definition von Indoktrination? Ist eine keinen Widerspruch zulassende Belehrung durch gezielte Manipulation und gesteuerte. Also, wenn Noam Chomsky recht hat, dann muss in einer Demokratie keine Diskussion zugelassen werden. Nein, also wenn Noam Chomsky recht hat, dann lässt die keinen Widerspruch und keine Diskussion zu und manipuliert gezielt die Menschen durch eine gesteuerte Auswahl von Informationen. Auch um die Ansichten durchzusetzen oder Absichten durchzusetzen und die Kritik auszuschalten. Das ist das, was er sagt. Man muss das Denken kontrollieren. Und das Denken kann man mit Worten kontrollieren, indem man ganz gewisse Worte als sogenannte Unwort dann halt darstellt. Weil wenn ich Unwort sage, dann klingt das so wie in einem. Wenn ich UN minus Wort sage, dann versteht man vielleicht auch, dass es dann zwei Wörter sind. Ne? Dass da so ein Un vorsteht, was unrichtig ist. Also falsch. Wenn ich sage unrichtig, dann ist es automatisch falsch. Okay. Er sagt weiterhin, die Bürger demokratischer Gesellschaften sollten Kurse für geistige Selbstverteidigung besuchen, um sich gegen Manipulation und Kontrolle wehren zu können. Also ein bisschen Menschenfreund ist er dann anscheinend dann doch. Macht ihn ja schon wieder sympathisch. Also die Bürger demokratischer Gesellschaften, das inkludiert jetzt, glaube ich, auch die Deutschen. Also nochmal. Auch die Deutschen sollten Kurse für geistige Selbstverteidigung besuchen, um sich gegen Manipulation und Kontrolle wehren zu können. Das wäre beispielsweise ein erster Schritt, zurückzugehen zur Sesamstraße und dann zu sagen, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum. Denn wir haben ja anscheinend verlernt, zu fragen. Zweite Sache ist die, wir müssen uns aus allen Quellen informieren. Und wenn uns jemand versucht, eine Meinung aufzuzwingen, dann sollten wir da zumindest schon mal skeptisch und vorsichtig sein. Denn wenn der andere nicht mit uns diskutieren will, dann ist das auch eine Aussage. Ohne, dass derjenige eine Aussage trifft oder auf ein Argument eingeht. Aber deswegen finde ich den Herrn Noam Chomsky hier sehr, sehr griffig. Er sagt zum Beispiel auch, mutwilliges Töten ist Terrorismus und kein Krieg gegen den Terrorismus. Das ist ja das, was wir schon mal hatten und vor allen Dingen das, was ja auch stimmt. Also wenn man irgendjemanden jetzt umbringt, der nicht bewaffnet ist und der eigentlich nur leben möchte, das ist Terrorismus und das wird durch nichts gedeckt. Denn wenn wir in einem christlichen Land leben, dann ist so etwas wie einen anderen Menschen töten eigentlich undenkbar. Und nicht nur eigentlich. Entweder lebe ich in einem christlichen Land oder ich befehle das Töten von anderen Menschen. Beides zusammen ist ein Oxymoron, ist ein Widerspruch. Und das hat er gesagt in einem sehr, sehr interessanten Datum. Und mit dem Zitat möchte ich mich vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und fürs Aushalten mit mir. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Bis dann, gehabt's euch gut. They say, who seeth us? And
Don't try.